nochmal eine kurzfristige Änderung von unserer Seite. Es kam heute raus. Und zwar haben wir nochmal eine zweite Willi-Wall hier oben am Ludwig-Franziskus-Platz platziert. Ja, okay. Kein Problem. Also nur, dass ihr das einplant, dass wir hier noch genügend Bauzaun haben. Kein Problem. Okay. Ich telefoniere schnell. Das dauert eine halbe Stunde, Stunde ist der LKW hier. Dann setzen wir das schnell um. Kein Problem. Kriegen wir hin. Perfekt. Wir brauchen ein System, wie wir den Produktionsbereich ein Stück weit von Gittern trennen. Die sind nicht schwer, die kann man schon verstellen und dann können die, werden die hier langsam lang geführt zur Rampe, zack rein, ab ins Wasser, 10 Punkte. Sehr gut. Hier oben sind ja ungefähr, das ist 20.000 Leute sein und wir haben hier dann das Pilotenlager, sprich wir müssen so ein Stück weit uns nochmal anschauen, wie die Trennung auch passiert, wo die ganzen Leute sind und wie sie sich bewegen. Haben wir hier Mannesmann-Gitter hingestellt, punktuell hier, hier und da oben und die können wir schnell hinstellen, leichte Dinger, dann ist es mal der Zugang gesperrt. Brauchen wir auch Flutlicht dort vor Ort? Die sind schon da. Die sind strategisch platziert, die sind automatisch. Das heißt, sobald das Licht zu wenig wird, gehen die Dinge an, fahren hoch, machen euch Licht. Von der Produktion kam vorher noch die Frage wegen dem Jury Tower. Steht der schon komplett? Da haben wir den Teleskopstarter da, der nimmt das Ding auf, fährt von A nach B, stellt es dahin, wo es hin muss. Wunderbar. Also kann ich das jetzt schon an die Sidecoolern mitteilen, genau, dass es quasi losgehen kann. Ja, alles klar. Super, super. Klasse. Gut.